So, ich muss ganz schnell in den Trade einsteigen. Mit 2000. Ich schau noch mal kurz rüber. Indikatoren zeigen nach oben. RSI Stochastik. Yep. Komm. Yes. Jawohl. So, sieht sehr gut aus. Haben einen guten Einstieg erwischt. Also. Jetzt fragen sich viele, wieso steigt denn der Daniel Szymanski hier ein? Kann ich euch nämlich erklären. Zum einen das Wichtigste, die Signals zeigen hoch, Trend ab. Da macht man schon mal nichts falsch, wenn man in die Richtung tradet. Generell, the trend is your friend. Der Trend geht nach oben. Das erkennt man an dem blauen Hintergrundkanal, sowie den, ich sag mal, hellblauen Strichen hier. Gut. Ich steige aber sonst in den anderen Videos immer erst ein, wenn der RSI unter der Linie gewesen ist und die Stochastik auch unter der Linie gewesen ist. Und dann nach oben zeigen. Also der RSI und die Stochastik zeigen auf jeden Fall nach oben. Jetzt ist gerade wieder ein bisschen gesunken. Aber das wird schon gleich wieder. Und ja, seht ihr? Und hier in den letzten Tiefs war der RSI und die Stochastik nicht unter der Linie. Weil die Tiefs immer höher gesetzt werden hier. Daher lege ich bei diesem Trade nicht Wert auf diese Linie, sondern zeichne ich hier mir, geht das? Nee, ne? Zeichne mir im Kopf hier so eine Linie. Ja, und da war der drunter. Ist egal, wenn ihr einen sehr sicheren Trade machen wollt, dann wartet am besten ab, bis der unter der Linie war. Gut, aber der Trade sollte auch auf jeden Fall im Win sein. Damit das Video nicht zu lang wird, schneide ich das jetzt mal. Bis gleich. So, das sieht super aus. So, na, das sieht doch geil aus. Die Musik war ja voll passend. Ich habe es jetzt mal über mein Mikrofon aufgenommen. Mal sehen, ob das denn YouTube dann sperrt. Also nicht wundern. Weil letztens hat YouTube mein Video gesperrt wegen der Musik. Irrg. Scheißegal. 1540 € plus gemacht in 5 Minuten. Das ist ein guter Abschluss. Bis zum nächsten Video.